Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder ein cooles Video für euch und zwar stelle ich euch heute die Diana Panda 350 Magnum vor. Was qualifiziert das Gewehr dafür, dass ich ein Review darüber mache, obwohl ich doch normalerweise der große Holzschaft-Fan bin? Der Kunststoffschaft ist sehr hochwertig, absolut griffig, allwettertauglich und was der absolute Kracher an der Optik ist einfach hier der Laufmantel. Ich finde ihn dermaßen geil. Ihr werdet es dann später auch noch in den Nahaufnahmen sehen. Die Haptik von dem ganzen Gewehr, die Griffigkeit vom Lauf beim Spannen, das Spanngefühl allgemein und auch das Schussverhalten ist bei der Diana Panda 350 Magnum wirklich echt ausgezeichnet. Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Das Gewehr ist 123 cm lang, hat ein Gewicht von 3800 Gramm und der Lauf nimmt eine Länge von 49,5 cm ein. Wir haben hier eine wunderschöne Brünierung am System dran. Das seht ihr später in der Nahaufnahme dann auch nochmal besser. Wir haben hier einen T06 Abzug mit automatischer Sicherung, die von beiden Seiten, sprich beidhändig, sehr gut erreichbar ist. Einfach reinzudrücken und das Gewehr ist entsichert. Ich habe hier heute die F-Variante mit 7,5 Joule vorliegen und ihr könnt dieses aber, falls ihr im Besitz einer BBK seid oder außerhalb von Deutschland wohnt, wo das dann eben erlaubt ist, bis zu einer Leistung von 30 Joule erwerben. Kommen wir einfach mal zu der Nahaufnahme. Ihr seht hier den wunderschönen Laufmantel, der über dem gezogenen 49,5 cm langen Lauf angebracht ist. Wir sind hier Kaliber 4,5.177 mm. Die Seriennummer des Gewehrs, den wirklich schön griffigen Allwetterschaft, den T06 Abzug, einstellbar mit automatischer Sicherung, die Schaftbacke, hinten die Kunststoffschaftkappe. Dann gehen wir unter dem Zielfernrohr durch, dann seht ihr hier die automatische Sicherung, die wirklich super zu erreichen ist, wie bei fast allen Dianas. Ihr seht hier Made in Germany, das Herstellungsjahr in dem Fall 2016. Obendrauf die aufgesetzte 11 mm Prismenschiene zum Anbringen von einem Zielfernrohr. Ihr seht auch hier habe ich ein Zielfernrohr 6 bis 24 verbaut. Nach vorne hin ist noch eine ganze Menge Platz. Das heißt, hier findet locker jedes Zielfernrohr drauf Platz. Diana Logo eingelasert. Kommen wir zum Schusstest der Diana Panda 350 Magnum. Viel Spaß. Tja, was soll ich sagen, der erste Schuss stinkt mir gewaltig, den denkt euch jetzt bitte einfach mal weg und dann bis auf einen Grobausreißer weiter unten schaut es doch hier ganz ordentlich aus. Es ist immer ein bisschen unfair, wenn man mich als Schützen da hat. Manchmal tue ich dem Gewehr auch ein bisschen Unrecht, so wie in diesem Fall. Wenn ich diesen einen hier unten nicht hätte und den hier oben, wäre das nämlich mal ganz gemütlicher, richtig schöner Streukreis. So ist es definitiv ein ordentlicher. Ihr seht, was das Gewehr kann, ihr seht, was ich nicht kann. Das, glaube ich, kann man an der Scheibe ganz deutlich sehen. Kommen wir zum Fazit. Was kann man über die Diana Panda 350 Magnum sagen? Mir persönlich gefällt das Gewehr sehr gut. Das tolle Schussverhalten mit einem mittleren Prellschlag, das wirklich sehr angenehm ist und vom Resultat her hätte ich die zwei Federn nicht geschossen, ihr habt es selbst gesehen, hätte man da wirklich ein absolutes Top-Resultat erzielt und das mit einem Preller in der kurzen Übungszeit. Ich bin wirklich sehr überrascht und sehr positiv angetan.
Vorhin schon herausgestellt, der Laufmantel, die ganze Haptik beim Spannen, beim Knicken des Gewehrs ist absolut klasse. Ihr könnt das Gewehr bis zu einer Leistung von 30 Joule erwerben mit einer WBK in Deutschland oder außerhalb von Deutschland. Ein Gewehr, das wirklich extrem vielseitig ist und richtig Spaß macht. Okay, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da, ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da und ihr bleibt mir treu. Bis dann, ciao, sagt der Gandhi.